Herzlich willkommen zu Grimbar TV. Heute möchte ich euch ein paar Schalldämpfer vorstellen, die ich in den letzten Wochen und Monaten getestet habe, nachdem hier bei uns in Schleswig-Holstein endlich Schalldämpfer für die Jagd erlaubt worden sind. Da Schalldämpfer für die meisten von uns ja noch relativ neu sind und wir wenig Erfahrung mit der Anwendung haben, habe ich gedacht, ich mache mal ein kleines Video und erkläre euch das. Es gibt ja unzählige Anbieter, Bauarten, Materialien. Generell wird gesagt, je mehr Volumen ein Schalldämpfer hat, desto besser die Dämpfung. Und wir wollen die Dämpfer ja benutzen, um unsere Ohren zu schonen und unsere Jagdhunde. Was ich hier liegen habe, sind vier verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern. Wir haben einmal den ATEC Megahertz Plus, der größte und voluminöste Dämpfer. Das ist also ein richtiges Ofenrohr, wie man hier sehen kann. Ausgelegt für das Kaliber 6,5. Ich schieße das Kaliber 6,5 Creedmoor, mit dem ich sehr zufrieden bin. Dann haben wir hier einen Dämpfer von Nielsen Sonic. Der heißt Sonic Ghost. Dann ist hier ein Dämpfer von Triton 50. Oder Aimsport heißt die Firma. Triton 50 ist das Modell. 50 S2, um genau zu sein. Und ein Hausken Extreme 184. Der kleinste und der teuerste im Test. Was zeichnet diese Dämpfer aus? Zum einen, wenn man mit der 6,5 Creedmoor schießt, braucht man keinen Gehörschutz mehr. Also es ist nicht mehr dieser beißende Knall im Ohr, kein Piepen im Ohr. Man hat perfektes Rundumhören, Richtungshören, das ist sehr angenehm. Ich persönlich konnte jetzt vom kleinsten bis zum größten, wenn ich ehrlich bin, keinen großen Unterschied wahrnehmen in der Dämpfleistung. Also der mag messbar sein, aber mit dem menschlichen Ohr kaum wahrzunehmen. Es kann natürlich sein, der mag etwas weniger Spitze haben. Ich habe das mit einer Waffe geschossen, die einen 56 cm langen Lauf hat, eine Steel Action. Das ist ja nun relativ lang, der Trend geht ja eher zu kürzeren Läufen. Wenn man jetzt also so einen 50, 45, 42 cm langen Lauf hat, dann mag es durchaus sein, dass so ein kurzer hier dann doch an seine Grenzen kommt. Das weiß ich nicht, das konnte ich jetzt nicht für euch testen. Aber bei der 56 cm läufigen Waffe konnte ich keinen dramatischen Unterschied feststellen. So, wie unterscheiden die Dämpfer sich jetzt? Das hier ist ein Dämpfer, wie alle anderen auch, wo der Lauf ungefähr so ein Stück hineingeht in den Dämpfer, over barrel. Ja, der Dämpfer ist nicht zu öffnen, außer mit einem Spezialwerkzeug, dann kann man ihn auch reinigen. Und dieser Dämpfer hier von Hausken Extreme, die Extreme-Modelle haben Stahlwolle drin, die Dämpfleistung nochmal dramatisch erhöhen soll. Die Technik, um das nachzumessen, habe ich leider nicht, die ist sehr teuer. Bei diesen beiden Dämpfern hier gibt es eine Besonderheit. Die kann man zwecks Reinigung zerlegen. In diesem Falle in zwei Teile. Man hat also immer ein Hinterteil, was auf die Waffe geschraubt wird, und ein Vorderteil. Das Vorderteil ist kaliberspezifisch. In diesem Fall hier für Kaliber 6,5. Und das Ding hier liegt da, weil das ist der Aufsatz für das Kaliber 30. Das gibt es bis zu Kaliber 9,5, meine ich, also 3,75. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wenn man jetzt verschiedene Kaliber schießt und man möchte aber nur einen Dämpfer haben, dann reicht es, wenn man hier das Vorderteil, was man separat kaufen kann, auswechselt. Und was auch ganz praktisch ist, man kann eben das hier schön öffnen, um sicherzustellen, dass da keine Feuchtigkeit drin ist. Das kann trocknen, dann korrodiert es nicht. Nämlich ein Riesenproblem bei vielen Dämpfern ist, dass, wenn die nicht ordentlich gepflegt werden, dann korrodieren die stark und büßen Dämpfleistung ein und gehen im schlimmsten Fall ganz kaputt. Dafür muss man sicherstellen, dass so ein Dämpfer immer trocken ist innen, also trocknen kann, dass da kein Kondenswasser drin ist. Dafür wird er am besten auf der Heizung stehend senkrecht gelagert. Ja? Oder, wie in diesem Falle hier, geöffnet, dass das Kondenswasser austreten kann. Außerdem ist bei dem Triton hier noch eine Besonderheit,
Der hat so eine gummierte Beschichtung außen, das fasst sich sehr angenehm an und ist auch nicht so laut, wenn man damit gegen die Kanzel zum Beispiel stößt. Bei dem Nielsen Sonic, da kann man das auch öffnen. Und vielleicht könnt ihr das auf dem Video sehen. Das hier ist übrigens das kaliberspezifische Röhrchen. Wenn man den kauft, wird das mit 4 Röhrchen für 4 verschiedene Kaliber gleich ausgeliefert. Insofern ist der günstigste im Test mit dem größten Rundum-Package sozusagen. Und man kann hier einzelne Elemente noch abschrauben. Also man kann den wirklich hier irgendwie modular klein machen. Und zwar in diesen Abständen, wo die einzelnen Dinger mit Gewinde versehen sind. Das halte ich persönlich für eine sehr nette Geschichte, obwohl mir das hier fast ein bisschen viel ist. Ich fand es bei dem AIM Sonic dann deutlich angenehmer. Diese Kaliberröhrchen sind übrigens in verschiedenen Farben gekennzeichnet, sodass man da auf einen Blick einen Schrei von außen sehen kann. Man sieht dann von außen hier die Farbe. Wenn man das zugeschraubt hat, kommt das oben raus, hier in diesem Falle Gold oder Gelb, damit man nicht auf einmal eine dicke Bohne durch ein kleines Rohr schießen will. Dann kann das zu ernsthaften Problemen führen. Ja, dieser hier ist eigentlich nur vom Hersteller zu öffnen und zu reinigen. Von ATEC, der große. Ähnlich wie bei Hauskim, wobei hier kann man das selber machen, wenn man das Werkzeug hat, oder der Büchsenmacher kann das machen. Alle sind aus meiner Sicht zufriedenstellend von der Dämpfleistung, wie ich gerade schon sagte. Es gibt welche, die arbeiten mit verschiedenen Gewindeadaptern, das heißt, die haben standardmäßig immer ein 18-1er Gewinde. Das ist einmal der dänische Hersteller Nielsen und einmal der norwegische Hersteller Hauskim, und dann kriegt man so kleine Adapter dazu, die man dann eben auf das Gewinde der eigenen Waffe macht. Der Vorteil ist natürlich, dass man über die Gewinde Adapter relativ schnell auf verschiedene Waffen anpassen kann. Man muss sich dann bloß überlegen, mache ich das Gewinde auf die Waffe und lasse quasi das Standardgewinde im Dämpfer drin. Das hat den Vorteil, dass man den Gewindeadapter womöglich, ohne dass er Schaden nimmt, auch wieder von der Waffe demontieren kann. Man sollte das immer mit Loctite fixieren, weil sonst hat man da zu viele lose Teile, die mal hier oder mal dort sich dann festfressen. Und deswegen wäre die andere Alternative, den Adapter also mit Loctite in den Dämpfer zu schrauben. Dann bin ich allerdings mit dem Dämpfer an einen Gewindemaß gebunden, weil ich das dann nicht mehr durch andere Adapter austauschen kann, und den Adapter, der da drin ist, den kriege ich aller Voraussicht nach nur wieder raus mit einem Verfahren, wo der Adapter dann kaputt geht. Das ist ein kalkulierbares Risiko, das hängt von den eigenen Präferenzen ab. Wenn man also zum Beispiel ein Kaliber in verschiedenen Waffen mit verschiedenen Gewinden hat, ist es wahrscheinlich besser, dass der Adapter auf die Waffen kommt, und dann kann man einen und denselben Dämpfer hin und her tauschen. Mein persönlicher Favorit, so vom Handling und auch zumindest mit meiner Waffe von der Treffgenauigkeit, weil so ein Dämpfer hat natürlich eine Auswirkung auf das Schwingverhalten des Laufes. Meine Waffe schießt tatsächlich, also sie schießt mit allen gut, also alles jagdlich tauchbar, tauglich und keine Probleme. Aber wirklich das Allerbeste ist mit diesem AIMSport Triton. Den mag ich einfach gerne, weil er verschiedene Vorteile miteinander verbindet. Zum einen, er ist zerlegbar und damit gut zu reinigen. Zum anderen, er hat gleich schon so eine Gummierung, die das Anstoßen an harte Gegenstände nicht ganz so laut macht. Er ist nicht ganz so voluminös, das heißt, er ist nicht so dominant im Zielfernrohr zu sehen. Die Dämpfleistung ist hervorragend und wie gesagt, die Waffe schießt mit Dämpfer exakt dahin, wo sie ohne Dämpfer auch schießt, und enge Streukreise. In der Kombination mit meiner Waffe bin ich da super happy mit. Und dann gibt es noch etwas, was man nicht vergessen sollte. Mit diesem Hauskim zum Beispiel, der ist sehr leicht gebaut, sollte man
nicht mehr als 15, 20 Schuss am Stück machen, sonst nimmt der Schaden. Der ist nicht für hohe Schussbelastung ausgelegt. Ähnlich ist es mit dem ATAC Megahertz Plus. Hier schreibt der Hersteller auch nach Möglichkeit nicht mehr als 20 Schuss. Aber der hier, der Aim Sport, der schreibt ganz bewusst rein, dass das Produkt eben auch für zum Beispiel halbautomatische Waffen oder den Gebrauch im Schießkino geeignet ist. Und meiner Ansicht nach macht es Sinn, mit der Kombi, mit der man auf Jagd geht, auch auf Drückjagd geht, mit der Waffe zu üben. Und das heißt, mit dem hier kann ich einfach ganz problemlos auch tatsächlich im Schießkino ordentliche Serien machen, ohne dass ich Angst haben muss, dass der Dämpfer mir kaputt geht. Das liegt daran, dass die Außenhülle des Dämpfers zwar aus Aluminium ist, um Gewicht zu sparen und auch schneller Wärme abzugeben, aber der Innenteil hier, der ist aus Stahl. Und das macht den Dämpfer widerstandsfähig. Preislich liegt der im Mittelfeld. Da ist es so, dass hier, das ist der teuerste, das ist der zweiteuerste, das ist der drittteuerste und das hier ist der günstigste. Ja, mein Fazit, Hausken, ATAC, Nielsen Sonic, Aim Sports, alle kann man empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man immer ausprobieren, wie die Waffe damit schießt. Das ist nicht ganz so extrem wie bei der Munition, aber es gibt Unterschiede dabei. Die kann man also im Vergleich direkt sehen. Und mein persönlicher Favorit aufgrund von Zerlegbarkeit und Haltbarkeit und Schlankheit, auch wenn er insgesamt relativ hoch aufbaut, ist tatsächlich der Aim Sport Triton 50S. Nochmal zur Verlängerung der Waffe. Effektive Verlängerung der Waffe ist bei interessanterweise diesen dreien immer 15 cm. Dieser hier verlängert die Waffe um 10, 11 cm. Das heißt, wer also jetzt unbedingt wenig insgesamte Waffenlänge haben möchte, der ist mit den kleinen Hausken hier sehr gut bedient. Für wen das nicht hundertprozentig wichtig ist, für den macht es keinen Unterschied, ob er einen der anderen drei hier nimmt. Da fällt dann höchstens noch ins Gewicht der Durchmesser des Dämpfers. Nicht? Also der ist natürlich, wie man hier sieht, um einiges dicker als die anderen. Aber durch das Volumen dämpft er eben auch gut. Wobei die Unterschiede, wie gerade eingangs schon gesagt, bei der Creedmoor nicht so richtig zum Gelten kommen. Aber ich vermute mal, dass wenn man jetzt in etwas dickeres Kaliber mit mehr Pulver schießt oder womöglich sogar eine Magnum, da wird man sich über das zusätzliche Volumen freuen und da wird es vermutlich auch dann einen deutlich messbaren Unterschied geben. Ja, ich hoffe, der kleine Einstieg hier hat euch soweit gefallen. Eine letzte wichtige Info noch zum Schluss. Die Gewinde, seien es die Gewinde an den Verbindungen oder die Laufgewinde, die müssen immer ein wenig mit Hochleistungsfett gefettet sein, damit die beim Schießen nicht zusammenbacken und dann unter Umständen nicht mehr zu lösen sind oder das Gewinde dabei Schaden nimmt, wenn man das mit Gewalt macht. Deswegen nicht vergessen, regelmäßig gucken, ob das ein bisschen gefettet ist. Nicht vergessen, die Dämpfer nach Gebrauch von der Waffe abzumontieren, also niemals auf der Waffe drauf lassen. Immer trocknen zu lassen, die Dämpfer nach Gebrauch, also dass das Kondenswasser, die Feuchtigkeit, die da drin ist, entweichen kann. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und viel Freude bei der Auswahl eures passenden Dämpfers, um euer Gehör und das eures vierbeinigen Jagdkumpanen zu schützen. Ja, hoido, bis dann.